Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Payback. Wir machen jetzt mal weiter im Hauptquest. Soll heißen, jetzt kommt ein Überfall auf dem Highway. So, kurz das Pünktchen gesetzt. Los geht's. Der Tag ist halb rum. Ist das jetzt gut oder schlecht? Den Sprung mit. Ach. Die Steuerung ist echt nicht so gut gelungen beim Spiel. Das ist ziemlich hacklig alles. Reine Glückssache, dass man das richtig trifft. Hey, Visitor Center! Ich bin Besucher und gehe trotzdem nicht in euer Center! Ist halt nur die Frage, ob unser Wagen ausreicht. 170. Ah, 180 wollen sie. Das wird eng. Mal schauen, ob das reicht. Du bist hier. Gut. Hör zu. Das Haus schickt Konvois in die Stadt und mit dem nächsten kommt mein Königseck. Aufgerüstet mit neuer Tech. Du und deine Freunde werdet ihn mir zurückholen. Warum sollten wir? Weil du es mir schuldig bist. Außerdem lasse ich deinen Kumpel Raph einen Blick unter die Haube werfen. Das genügt mir. Wir sind dabei. Gut. Also, es sieht so aus. Ja, wie denn? Erzähl. Der Truck mit dem Königseck erreicht in 2 Stunden die Stadtgrenze. Wir fangen ihn ab und schnappen uns die Fracht. Er wird Teil eines Konvois sein. Wie lautet der Plan? Es muss schnell gehen. Bring mich nah an den Truck ran. Alles andere erledige ich. Raph, hast du aus dem Mustang schon einen Runner gemacht? Yep, genau nach Vorgabe, inklusive Panzerung. Er verkraftet was und kann auch austeilen. Perfekt. Mac, hast du mit Raph die Drohne flugbereit gemacht? Ich werde alles im Blick haben. Na dann, zahlen wir es dem Haus heim. Und da sind wir auch schon im schönen Ford Mustang GT. Na dann, schnappen wir uns einen Hypercar. Die Drohne ist online und ich suche jetzt nach dem Konvoi. Ihr müsst so schnell wie möglich zum Treffpunkt. Was auch immer Raph mit dem Mustang angestellt hat, er fühlt sich wuchtig an. Irgendwie kampfbereit. Vergiss nicht, Ty. Das Haus wird den Konvoi mit Enforcern schützen. Sobald wir sie los sind, musst du mich auf den Truck bringen, bevor er den Amber Valley Tunnel erreicht. Dann sind wir im Geschäft. Ihre Luftüberwachung wird im Tunnel blind sein. Der ideale Zeitpunkt, um zu verschwinden. Ein perfekter Plan. Alles klar. Im schlimmsten Fall improvisieren wir, richtig? Das wird nicht nötig sein. Mac, wie lange kennst du Jess schon? Sie hat immer einen Plan B. Also auf der Straße bleiben. Plan C. Ein Plan D und ein Plan E. Ganz genau. So viele Pläne. Gut, dass du wieder bei uns bist, Schwester. Das wird ein Riesenspaß. Mir geht's nicht um Action, Mac. Mir geht's um den Job. Und um den Spaß dabei.
Mal im Ernst. Ich bin hier, um euch zu helfen, in den Rush zu kommen. Mehr nicht. Aha. Ich mein's ernst. Was immer du sagst, Jess. Verdammt eilig. Das ist schon ein geiles Teil, der Ford Mustang. So, come in and let's go. Den Truck ran, bevor er im Tunnel ist. Catch him and beat them. Nicht alles verbrauchen, das brauchen wir noch. Das Haus lässt sich mal in die Nähe des Trucks. Wir müssen diesen Wagen loswerden. Mit Vergnügen. So, Nummer uno. Dann bleibt nur noch einer. Und Duo. Ja, so gefällt mir das. Schnappen wir uns den Truck. Alter. Muss ich mich verscheißern? Der Truck kommt schneller durch die Kurven, als ich mir mal von Mist sagen. Das gibt's doch gar nicht. Jess, bist du bereit? Bring mich in Position. So ein Drecksack. Was ist los? Er hat mich ausgebremst. Den kriegen wir. Was zum Teufel? Der Typ dreht voll durch. Oh. Hier geht irgendwas Größeres vor sich. Nur für ein Haus. Auto oder das Haus nicht so weit gehen. Was ist der Plan? Neuer Plan. Vergiss den Tunnel. Wir schnappen ihn uns, bevor er die Stadt erreicht. Seht ihr das auch? Wir sehen und spüren es. Achtung, da kommt Verstärkung. Ich sehe sie. Schalt sie auf. Vielleicht als das, Baby. Oh. Hi. Leute, das Haus schickt Verstärkung. Kein Problem. Ja, Mensch. Das sind verfluchte Panzer. Wir machen sie trotzdem fertig. Na los, schalt sie aus, Tyler. Leute, im Polizeipunkt ist die Hölle los. Wir haben Aufmerksamkeit erregt. Dann sollten wir uns etwas beeilen. Ah, das glaube ich. Zack. Damn. Mach schon, werd die Typen los. Achso, hier auf die Straße. Weg mit dir. Ach komm, jetzt zieh doch mal ab hier. So, und jetzt gib Gas, Junge. Ich glaube, die sind wir los. Mac? Yep, der Truck gehört ganz durch. Ist der jetzt durch das Auto durchgefahren? Er fährt einfach durch die Autos. Da kommst du niemals raus. Was sind das für Clipping-Fehler hier? Aus, weiß ich noch nicht. Bring mich näher ran. Ich sehe da was. Jess, ich habe eine richtig fiese Idee. Mac? Die Leiter an der rechten Seite, da kommst du rauf. Alles klar. Ty? Bring dich in Position. So. Da wärme. Halt ihn ruhig. Tja, sagst du so leicht. Jess? Alles klar? Alles klar mit Jess.
Tschüss. Alles klar. Wuhu! Das nenne ich mal ein Auto. Gute Arbeit, Team. Und jetzt ab nach Hause. Wir sehen uns da. Der Mustang ist zu heiß. Ich werde ihn los und komm dann nach. Wow. Ja, wir sind massenhaft Cops im Nacken. Bist du sicher, dass du das hinkriegst? Nein, krieg ich nicht. Auto? Alter Schwede. Also, Jess. Wie fährt er sich? Kennst du das, wenn man aufs Gas? Oh. Kann nichts für. Der Motor für eine Sekunde zum Leben erwacht? Oh, oh yeah. So ist es. Nur hört es niemals auf. Ja, dann kann ich ihn endlich fahren. Sorry, Mac. Der Königsegg geht an den Gambler, nachdem Rev einen Blick unter die Haube geworfen hat. Hi, guys. Zeig mir so schnell. Und tschüss. Hey, Mac. Du hattest übrigens recht. Womit? Das macht Spaß. Oh, Alter, Vater, ey. Rev, Jess ist da. Was, jetzt schon? War noch so bestimmt schick vorhin. Schade nur, dass wir ihn nicht behalten. Das Ding ist heiß. Juhu. Rein in die Werkstatt. Ich werfe einen Blick unter die Haube, um rauszufinden, was so besonders an ihm ist, bevor wir ihn zu Rhea bringen. Oh, Lotus. Exige S. Oh, Mercedes-Benz G-Klasse. G63 AMG. Nicht schlecht. Sie haben also den Wagen verloren. Ihr wiederholtes Scheitern beunruhigt mich. Ich werde die Diebe finden. Sie haben mein Wort. Meine Investoren werden nervös. Ich habe sie aus The Barrio geholt, um Dinge zu regeln. Werd ich. Hoffentlich. Was unter seiner Haube steckt, ist mehr wert als ihr Leben. Wer, wenn du das warst, Morgan? Trophäe, wir kriegen das hin. Meine Leute haben den Regera abgeholt. Miller hat zwar das Fahrwerk und die Bremsen ruiniert, aber darüber will ich mal hinwegsehen. Wie großzügig. Ja, oder? Hör zu, wir müssen uns treffen. Was, jetzt? Ja, jetzt. Wir sehen uns downtown. Am Elysium Casino. Auf der Rückseite. Jo. Können wir denn da per Schnellreise hin? Garage. Anscheinend nicht. Da haben wir einen Drag-Händler. Was haben wir hier? Ein Drift-Händler. Ah ja. Ein Runner-Händler. Das wird immer besser, ey. Treffen mit dem Gambler. Machen wir aber jetzt nicht. Ich möchte jetzt gerne erstmal das Wrack zu Ende machen, was wir angefangen hatten in der letzten Folge. Da geht's dann weiter. Und zwar hier. Das müssen wir jetzt mal suchen. So, das muss ja irgendwo an der Autobahnstelle sein. Und zwar genau hier. Jetzt haben wir gar keine Vorurteile mehr. Der Gambler hat den Wagen. Gut. Er wird ein echt gutes Team brauchen, um aus dieser Tech-Cloud zu werden. Du konntest sie nicht knacken? Nein. Das Steuergerät ist eine Spezialanfertigung mit Hardwareverschlüsselung. Sowas habe ich zuletzt in Singapur gesehen. Was zum Teufel stellt das Haus mit so einer Tech an? Keine. Bleib wach.
Hier soll es ein brauchbares Teil geben. Mal sehen, was ich finde. Jetzt machen wir erstmal den Speedrun hier zu Ende. Doch, richtig gesehen, dass da hinten ein Coin ist. Wüstenwinden kommen auch ein paar heiße Gerüchte. Ein junger Racer namens Ty sorgt für mächtig Wirbel, indem er einige der Oldschool-Ligen von der Straße fegt. Wer ist der Kerl? Ist er Single? Angeblich könnte Ty sogar gut genug für den Outlaws Rush sein. Auch wenn er bis dahin noch einiges vor sich hat. Ty, mein Freund, bleib dran und misch die Ligen weiter auf. Mann, sonst schaffst du es nicht mal bis zur Startlinie des Outlaws Rush. Oh, ich arbeite an ihm, glaub mir. Ich heb ab! Und wieder was Neues. Was auch immer es war. So, bleibt noch eins. Und zwar das hier. Wo müssen wir da hin? Schon hier das, ne? Oder? Würde ich jetzt mal sagen, dann wäre es nämlich genau hier. Das kommt schon ganz gut hin. Alter Schwede, ist das weit weg. Schnellreise. Ja komm, machen wir jetzt hier die Schnellreise. Scheiß auf die 500. Gucken wir mal hier noch was tunen können. 170. Ah, hier war 178, jawohl, das nehmen wir mit. Jo. Können wir 181 noch machen. Gucken. So. So lassen, ne? Da geht's. Da ist eine Kartwand. Gerade so erwischt.
auf jeden Fall mal hier lang fahren. Schaut ganz danach aus. Hier gibt es bestimmt einen Coin, ne? Nix. Haha, von wegen, wir kommen dahin. Von wegen. Oh Mann, ey. Zack. Links jetzt bitte. Okay, dann links lang. Justice Grove war ich hier. So, das passt. Das stammt von einem 65er Mustang. Cool. Thank you.
Verdammt, wo ist nur der Morgen hin? Mehr brauchen wir nicht, um den 240Z aufzubauen. Wo sind die Schrottteile, von denen du erzählt hast? Zeig mal her. Welches Setup willst du für diesen Wagen? Das Racer-Setup? Es ist schnell und wendig genug, um in Straßenrennen mithalten zu können. Mit einem Drift-Setup hast du keine Probleme, deine Hinterräder durch eine Kurve zu schleudern. Bei einem Drag-Setup geht es um reine Power auf gerader Strecke. Ein Runner-Setup eignet sich perfekt für die Stadt. Es ist wendig und sein Chassis kann einiges wegstecken. Das Offroad-Setup bietet dir genügend Grip und Federung, um unbeschadet durch die Landschaft zu rasen.